Wir leben in Bernsdorf. Wir leben gern hier. Wir sind Jugendliche in einer Wohngruppe. Unsere Wohngemeinschaft heißt Teichhaus und liegt, ihr ahnt es schon, an einem Teich. Aber das ist nicht irgendein Teich. Hier in der Nähe von Moritzburg hat schon August der Starke Schiffe versenkt und damit seine Freundinnen beeindruckt. Der Teich hat einen Leuchtturm, ein kleines Schloss mit Fassaden und ganz in der Nähe dreht der Lößnitz-Dackel seine Runden. Klingt ziemlich interessant, oder? Genau deswegen haben wir uns das mal genauer angesehen. Neben unserem Haus stand früher beispielsweise eine Mühle, auch von King August gebaut. Aber wo ist die hin? Und wer wohnt hier eigentlich außer uns noch? Und was haben die Leute früher so gemacht? Außer Schiff versenken und Fassane züchten. Als der sächsische Kurfürst der Meinung war, er braucht für seine Hofhaltung Fische als Angebot für die Hofküche, ist er auf die Idee gekommen, die vorgeprägte Landschaft aus Wannen und natürlichen Düngern und Recken eine Teichlandschaft zu schaffen, von heute mehr als 100 stehenden und fließenden Gewässern. Dieser Teich hier ist der zweite in der Folge der Anlage der ganzen Teichlandschaft nach den Teichen in Volkersdorf. Wurde 1502 hier dieser Teich dann durch die Bernsdorfer Frohenbauern, die Dienste leisten mussten, Teichdienste geschaffen worden. Dieser Teich war damals der größte Staudamm in Dresden, in Sachsen. Und der angestaute Großteich, der von hier über die Teichgrenze in Moritzburg am Fasanische, damals noch nicht vorhanden, das Fasanische Land ging, einer der größten Teiche in Sachsen, nannte sich das Sächsische Meer. Alle 3 Jahre wurde der Teich damals abgefischt, indem man das Wasser abgelassen hat und die Teichfischer auf dem Teichgrund dann ihre Netze ziehen konnten und die Fische entnommen hat. Daraufhin wurde der Teich dann wieder angespannt, heißt das. Das heißt, es kamen wieder Jungfische in den Teich und nach 3 Jahren wurde wieder gefischt. In späterer Zeit und heute wird der Teich jährlich gefischt. Als Besatz für den Teich beim Fischen wurde der Karpfen bevorzugt, weil er erstens schnell an Gewicht zunimmt und auch geschmacklich sehr beliebt war. Der Fisch wurde enorm im Herbst und wurde auf der gegenüberliegenden Teichseite in sogenannte Älterbecken gebracht und wurde dann vom Herbst, vom Oktober bis zum April schrittweise vermarktet über öffentliche Fischverkaufsstellen oder eben für den Hofbedarf, für die Hofküche zur Verfügung gestellt. Und wieder mussten die Bernsdorfer Bauern die Fischtransporte nach Dresden übernehmen, ins Fischhaus, ins Hoffischhaus und erhielten dort zwar für ihre Leistung eine ausreichende Mahlzeit, die Pferde wurden gefüttert, aber für sie war der ganze Tag Verkauf. Eine weitere Funktion entstand für den Teich in späterer Zeit, als der Kurfürst
diesen Teich einbezogen hat in die Kulturlandschaft und den Teich zu einem Schauplatz für Wasserspiele, Seeschlachten und Kranfahrten ausgestaltet hat, den Teich mit Inseln ausgestaltet hat und auf der Insel die Kurfürstin ihr Rückzugsgebiet quasi in einer Ermitage gewählt hat und hier ihre intimen Freunde auch empfangen hat. In späterer Zeit dann und heute besonders im Zusammenhang mit der ökologischen Bedeutung der Vorratshaltung für Wasser, hat der Teich die Funktion eines Stausees, der das ganze Jahr über den Wasserhaushalt reguliert und damit der Landwirtschaft oder den folgenden Bereichen des Landes gedosiert Wasser zuführen kann. Der Teich wurde von den Bernsdorfer Frohnbauern gebaut und als wirtschaftlich betrieben. Dazu gehört, dass man sagt, dass die Teichanteile früher zum großen Teil von hier aus gesehen den Bernsdorfern gehörte und alle 9 Jahre abgelassen wurde, vollständig, und die Bauern hier ihr Getreide in der Teichfläche anbauen durften. Heute sind diese Funktionen entfallen und der Ort Bernsdorf hat jetzt für den Teich weniger zu leisten, denn die Grenze, wo wir hier sitzen, ist heute von Moritzburg aus hierher erweitert worden, damit der Zusammenhang der gesamten Teichwirtschaft abgerundet ist und nicht zersplittert ist. Bernsdorf selbst ist nachweislich urkundlich das erste Mal 1309, also 200 Jahre vor der Anlegung des Teiches, erwähnt worden. Das Besondere an diesem Gründungstag ist, dass früher die gesamte Fläche, diese Wannen, diese umliegenden Felder, alle bewaldet waren. Und die Ansiedlung von Bauern oder Siedlern aus Thüringerlanden, aus Franken, geschah durch eine planmäßige Kolonisation. Das heißt, der Wald wurde gerodet und die Bauern haben ihre Ackerfluren erhalten und haben das landwirtschaftlich betrieben. Zunächst wurde dann natürlich eine Kirche gebaut, weil die Menschen gläubig waren. Es entstanden um die Kirche herum Ortsfunktionsgebäude, der Gasthof, die Gaststätten und so, dass das Dorf so eine Art Reihendorf mit Waldhofenfluren sich gestaltete. Das heißt, hier die Fluren, die Wiesen und hier die Fluren in der sogenannten Kleinkuppenlandschaft wurden für die Ackerbauern nutzbar gemacht. Wie lebten die Menschen hier früher und was haben sie gemacht? Die Bauern waren von Anfang an Grundbesitzer, aber für diesen vom Kurfürsten zugewiesenen Grundbesitz und den Waldanteilen hatten die Bauern Frondienste zu leisten, die unter anderem eben in dem Betrieb der Teichwirtschaft bestanden und zum anderen den weiteren Ausbau der Landschaft zuarbeiten mussten. Die Teile, die wir hier vom Großteich sehen, gehörten ursprünglich zur Ortschaft Bernsdorf. Und eine Besonderheit war, dass die Kurfürstin hier auf Bernsdorfer Flur ihre
Badehaus errichtet hat. Ja. Und das rechte Gebäude hier, die ehemalige Mühle, den Bedarf der Bauern an Getreide, Mehl und landwirtschaftlichen Produkten sicherzustellen hatte. Warum existiert die Mühle eigentlich nicht mehr? Noch etwas zum Mühlenhof und der Mühle. Es ist ganz interessant zu wissen, dass Bernsdorf ein Mühlendorf war. Am Teich in der Dorfmitte bestand eine Wassermühle. Links von uns hier 100 Meter hin hatte eine Witwe eines ehemaligen Beamten des Schlosshofes eine weitere Wassermühle angelegt. Und als dritte Mühle existierte der Mühlenhof, der jetzt von euch bewohnt wird. Und zu diesem Mühlenhof gehörte eine Bauernwirtschaft mit Getreideanbau, mit einer Obstwiese und der eigentlichen Bockwindmühle, die 1909 ein Opfer von einem Sturm geworden ist. Ja. Die Mühlenblätter haben natürlich eine gewisse Angriffsfläche und die Winde sind sehr, sehr ungebremst, sehr stark. Und die Mühle ist umgefallen und konnte aus wirtschaftlichen Gründen nicht wieder errichtet werden, wurde dann abgebrochen. Und der Mühlengarten da wurde später als bewaldete Fläche brach liegen gelassen. Schade eigentlich. Bitte? Schade eigentlich. Schade, ja, natürlich. Ja. Isst du eigentlich gerne Karpfen? Ja, ich esse gerne Karpfen, vor allem gerne Karpfenblau. Erzähl mir bitte etwas zu deinem Leben in Bernsdorf. Mein Leben in Bernsdorf sieht so aus, wir haben einen Dreiseitenhof, haben ziemlich viel zu tun, bauliche Maßnahmen und alles, was es braucht, um so einen Schatz hier im Dorf zu erhalten. Und nebenbei, wegen der Frage 1 mit dem Karpfen, wir haben auch noch ein paar Teiche und züchten sogar Karpfen selber. Das ist hier mein Leben. Lecker. Könntest du mal uns welche mitbringen? Mache ich. Ja. Wie war der Fernsehen früher und die Freizeit bei dir als Kind und die Familie? Ob sie streng war oder so? Also, ich bin ja nicht direkt von hier. Ich bin hergezogen. Und früher, mein Fernsehprogramm war ähnlich wie das jetzt. Es gab viele Kinderfilme. Manchmal hat mein Papa auch Filme angemacht, die waren, ja, ich habe früh angefangen mit Harry Potter gucken. Ich fand das als Kind immer ein bisschen gruselig, zumindest einige Szenen. Und Familie, wir haben früher in Dresden in einem großen Haus gewohnt und da viel unternommen, waren aber schon immer gerne auf dem Land als Familie. Hast du einen geheimen Lieblingsort im Dorf oder in der Umgebung? Also als geheimen Lieblingsort im Dorf habe ich so jetzt keinen. Ich finde es sehr schön, wenn wenn die Weihnachtszeit losgeht und hier der Weihnachtsmarkt in Bernsdorf ist mit dem Schwimmbogen, der auf dem Dorfteich draufsteht. Mhm. Das schaue ich mir aus jeder Perspektive, wo man ihn sieht, sehr, sehr gerne an. Mhm. Und ansonsten einen direkten Lieblingsplatz hätte ich sonst nicht, aber man kann hier viele Lieblingsplätze erkunden oder schöne Plätze sehen, wenn man das möchte und einfach in den Wald gehen. Und das finde ich halt einfach sehr schön. Und was sollten Bernsdorfer Besucher unbedingt gesehen haben? Unbedingt den Weihnachtsmarkt. Unbedingt den Weihnachtsmarkt und unbedingt den Schwimmbogen. Und wer sich für Fische und Fischerei interessiert, natürlich auch die Teichwirtschaft, als auch vielleicht den Leuchtturm oder hier oben den Damm vom Großteich. Warum steht hier
so ein Leuchtturm, obwohl da keine Schiffe langfahren. Also es war mal so, dass hier tatsächlich Schiffe gefahren sind, weil August damals, als er noch hier regiert und hier Urlaub gemacht hat, es total spannend fand, auf dem Großteich Seeschlachten nachzustellen und wollte dementsprechend auch die Gegend maritim gestalten. Deswegen hat er auch einen Leuchtturm errichten lassen und konnte dann eben hier verschiedene Seeschlachten nachstellen und mit Schiffen oder kleinen Gondeln von einer Seite zur anderen fahren. Ja, was ich noch erzählen kann, was ganz spannend ist, und das wissen, glaube ich, auch gar nicht viele, der Niedergroßteilchen Bernsdorf, der hat ja zwei Inseln. Die hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Und die linke Insel, die mehr in unsere Richtung jetzt zeigt, die wird Liebesinsel genannt, weil August dort laut Weitergabe von Informationen eine kleine Hütte hatte und dort ab und zu mal Damen empfangen hat. Auf der rechten Seite, das ist die Bäreninsel und die hat die Besonderheit, dass sie sternförmig ist, also beziehungsweise die Mauer auch ringsrum, die ist eingemauert, die hat eine Sternform und es wird gesagt, dass dort früher auch ein Bär gehalten wurde, deswegen Bäreninsel. Seit Mai 2017, ich habe mich vorhin noch mal mit Vanessa abgesprochen, Mai oder Juni 2017 haben wir das Objekt übernommen. Wie kam es dazu, dass genau dieses Objekt dafür ausgesucht wurde? Das ist schon immer, also seit 1993 im Kinderheim. Ein Kollege von mir hat das vorher als Kinderheim schon betrieben. Und ich habe dieses Kinderheim von ihm übernommen, seit 2017. Kannst du uns etwas zur Zeit von der Nutzung als WG erzählen? Also wie ich gerade erzählte, ist es seit 1993 schon ein Kinderheim. Klaus Kotius hat das damals gekauft, hat es ausgebaut, hat die Zimmer hergerichtet, sodass 6 Plätze entstanden sind. Und hat es damals als Kinderheim Bernsdorfer Mühle betrieben, bis 2017. Was davor war, also ich vermute mal, das Haus stand leer, so in den 80er, 90er Jahren und war renovierungsbedürftig. Und ja, was da genau davor war, ich weiß, dass es also vor vielen, vielen Jahren eine Mühle gewesen sein soll. Da habt ihr ja auch mal ein Bild dazu gefunden. Aber da habt ihr ja recherchiert, das weiß ich gar nicht so genau. Da bist du vielleicht jetzt besser informiert als ich. Wesentlich. bitte stelle uns die Sozialinitiative kurz vor. Schweres Wort. Ja. Die Sozialinitiative. Die Sozialinitiative gibt es jetzt seit 13 Jahren, also seit 2009. Es gibt das Kinderhaus, in dem du ja gerade lebst, mit 6 Plätzen seit 2017. Seit circa 7, 8 Jahren gibt es in Meißen ein Mutter-Kind-Haus. Da wohnen junge Mütter mit ihren kleinen Kindern in Meißen im Triebischtal. Und dann gibt es noch ambulante Hilfen, nennt sich das. Das sind Sozialarbeiter, die Familien zu Hause besuchen. Da gibt es ein Team im Landkreis Bautzen, konkret in Hoyerswerda. Es gibt ein Team im Landkreis Sächsische Schweiz, konkret in Pirna haben die ihr Büro. Es gibt ein Team im Landkreis Meißen, die sitzen auch direkt in Meißen. Und es gibt seit 2 Jahren, das ist so das jüngste Team, ein Team in Dresden. Die sitzen in Dresden-Plauen, haben dort ein Sozialarbeiterbüro. Und die besuchen Familien zu Hause und unterstützen die im Alltag. Ja, so ist die Sozialinitiative aufgebaut. Wir feiern nächstes Jahr 15 Jahre Sozialinitiative Kuschnick. Und was ich auch noch fragen würde, wenn Sie es wissen, wie lange fährt denn schon die Dampflok bei uns von Bernsdorf nach Würzburg und so? Das weiß ich gar nicht, aber schon seit vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar schon seit 100 Jahren. Das ist ja eine Dampflokomotive, die gibt es ja also schon als moderne Form gar nicht mehr.
Also das muss schon viele, viele, viele Jahre dort sein. Und die Strecke ist ganz historisch. Die startet ja hier in Radebeul Ost und fährt bis Radeburg. Aber das wäre auch nochmal eine interessante Sache, dort nochmal zu recherchieren, wann die denn gebaut wurde. Ja. Wie ist das Kinderheim in Bernstorf eingebunden? Wir haben Kontakt mit den Bewohnern in Bernstorf. Wir haben Kontakt auch mit den Ortsvorsteher, heißt das. Bernstorf gehört ja zur Stadt Radeburg. In Radeburg gibt es einen Bürgermeister mit dem Gemeinderat und dann gibt es so einen Ortschaftsrat, der nur für Bernstorf die Dinge regelt. Und wir sind also mit beiden in Kontakt, mit dem Ortschaftsrat und mit dem Gemeinderat in Radeberg. Mhm. Wir haben uns in den letzten Jahren dort immer mal wieder vorgestellt, beim Bürgermeister, beim Gemeinderat in Radeburg, aber auch bei dem Ortschaftsrat. Mhm. Warum? Weil also wenn Jugendliche irgendwo leben und wohnen, ist es oft so, dass es auch immer mal Ärger gibt, dass mal es zu laut ist, dass mal irgendetwas wegkommt, dass wie auch immer irgendwie Streit entstanden ist. Und dann sind wir immer unterwegs und versuchen mit den Leuten, die um uns drum herum wohnen, ins Gespräch zu kommen, damit wir es besser machen können. Da sind wir also im Kontakt. Wir haben uns auch schon in den letzten Jahren immer mal gerne eingebracht, wenn es Veranstaltungen gab in Bernstorf. Da gibt es zum Beispiel eine Veranstaltung Bernstorf bebt. Das ist eine Kulturveranstaltung im Sommer, ein Bürgerfest. Da haben wir mitgeholfen beim Aufbau und beim Abbau. Wir haben Kontakt zur Feuerwehr in Bernstorf. Wir haben schon auch mal alle Nachbarn eingeladen zu einem gemeinsamen Grillfest, damit einfach auch Bernstorf und die Bewohner in Bernstorf wissen, wer sind wir, was machen wir, wie sieht das aus, wie leben denn die Kinder und Jugendlichen bei uns. Und damit wir einfach auch ins Gespräch kommen, damit wir also auch Vorurteile abbauen können. Ja, so sind wir im Dorf eingebunden. Wir versuchen immer wieder irgendwie Kontakt zu halten, damit wir einfach auch gut angenommen werden. Die Kinder und Jugendlichen, die in den letzten Jahren bei uns gewohnt haben, hatten auch immer Freundschaften ins Dorf, waren da auch oft mal zu Hause eingeladen, schon mal zum Abendbrot mit eingeladen. Ja, und somit gibt es einen guten Kontakt. Manchmal gibt es auch Ärger, wie mit allen Nachbarschaftsverhältnissen. Aber oft haben wir auch gute Kontakte und laden uns gegenseitig ein. Und ich hoffe, dass die ganzen Bewohner in Bernstorf uns gut aushalten und gut mögen. Ja.